Ich bin Kurde. Ich komme auf die Welt und ich bin stabil. Kurde heißt übersetzt Stabilität. Ich muss mein Handy immer parat haben, denn du weißt nie, wann dein Cousin anruft und deine Hilfe braucht. Schlägerei? Wie viele Cousins soll ich mitnehmen? 40? Okay, wir machen 60 draus, okay? Und 20 kriegst du auf Kombi. Muss mir nächste Woche zurückgeben, okay? Okay, bis gleich, okay? Wenn Menschen mich auf der Straße sehen, rennen sie sofort weg. Sie haben Panik, weil sie wissen ganz genau, dass ich Kurde bin. Obwohl ich nicht mal etwas gemacht habe. Das ist eben halt der kurdische Stabilitätsmodus. Und ich werde sauer, wenn Menschen mich dumm angucken. Und dann verändert sich eben halt meine Stimme, wenn ich mit denen rede. Okay? Du weißt nicht, wer ich bin. Okay? Das ist meine Straße, okay? Ja, es ist meine Straße. In meiner Straße bin ich wie ein Fußballprofi. Ich bin der Kapitän meiner Straße. Habibi, alles okay bei dir? Habibi, ey, ich schwöre, ich küsse deine Augen. Habibi, Habibi. Mann, Alter, wie geht's dir? Ich komme gleich zu dir. Okay, alles klar. Ey, okay, Leute, Laola wird. Okay, Habibi. Okay, Habibi, alles klar bei dir? Ich schwöre, Alter. Denkst du wirklich, ich brauche eine Ampel? Ich bin die Ampel. Ich entscheide, wann ein Auto fahren darf und wann das Auto stehen bleiben soll. Als Kurde musst du dir viele Namen merken. Es kann jederzeit passieren, dass ein neuer Cousin auf die Welt kommt. Scheiße, ich habe zu viele Cousins, ja? Jeden Tag kommen drei neue auf die Welt. Ich kann mir nicht mal die Namen merken, ja? Wir sind eine Armee, wir sind wie bei 300 Spartaner. Aber wie heißen die eigentlich alle? Und so sieht es aus, wenn wir Kurden uns untereinander treffen. Wir sind einfach zu viele. Und als Kurde hast du immer Batzen. Aber ich sag nicht von wo, Bida. Versprochen, Leute, ich halte mein Versprechen. Das nächste Video, das Leben eines Kurden. Die Nachfrage war sehr, sehr groß und macht euch keine Sorgen, es kommen auch noch eure Länder. Ich kann ja nicht jeden Tag 10 Videos hochladen, deswegen müsst ihr einfach ein bisschen Geduld haben. Das wird auch eine neue Rubrik sein von Bodyformers, denn ich will immer was Neues machen, damit ihr einfach von mir täglich unterhalten werdet. Und die nächste Frage ist, Leute, wie alt seid ihr eigentlich? Ich bin 27, ich würde gerne wissen, wie alt ihr seid. Ich bin 27, aber wenn mein Bart weg ist, dann sehe ich so aus wie 10 Jahre alt. Und noch eine Bitte habe ich, Leute, die letzte Bitte: Instagram abonnieren. Dort heiße ich Bodyformers. Dort lade ich auch täglich Fotos, Videos hoch, Kurzvideos, die es nicht auf YouTube gibt. Deswegen Bodyformers auf Instagram folgen, denn ich will die 100.000 Abonnenten auf Instagram knacken. Ihr seid die besten Leute und ich bin gespannt, wie alt seid ihr eigentlich, Leute?